gibt es Alternativen zur militärischen Verteidigung? Und welches Konzept steckt hinter diesem Wort soziale Verteidigung oder ziviler Widerstand, wie es manchmal auch heißt? Ja? Und die Frage natürlich, wäre so etwas für die Ukraine auch sinnvoll gewesen? Ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich mir fern liegt, jetzt irgendwelche Forderungen gegenüber der Ukraine aufzustellen oder irgendwelche Wünsche auch, das ist eine Sache der Ukraine selbst, sondern wir wollen darüber reden, nicht zuletzt auch vielleicht deshalb, weil die Frage auch in nicht so weiter Ferne an uns gestellt wird. Insofern ist das vielleicht schon eine aktuelle Frage. Was versteht man, was bedeutet soziale Verteidigung? Im Trainingshandbuch steht drin, soziale Verteidigung ist ein Konzept für einen gewaltfreien Widerstand, Betonung gewaltfreier Widerstand, der eine Gesellschaft wirksam gegen einen militärischen Überfall von außen, aber auch gegen einen gewaltsamen Staatsstreich von innen schützen soll. Das Konzept der gewaltfreien sozialen Verteidigung geht von dem Grundgedanken aus, dass die Macht, alle Macht, letztlich vom Volke ausgeht. So steht es ja auch in unserer Verfassung. Eine Regierung, ein Regime kann nur dann regieren und sein Regime ausüben, wenn es auf Zustimmung und Kooperation des Volkes mit den Regierten sich stützen kann. Wenn es nicht gegeben ist, wenn diese Kooperation entzogen wird, dann bricht das Regime zusammen. Es gibt 5 Säulen, auf denen das Regime sich stützen muss. Und wenn diese Säulen nicht getragen werden, sozusagen von der Bevölkerung, dann bricht es zusammen. Das ist das Militär, ganz klar, das ist die Wirtschaft, die Regierung, die Schulen, die Religion und die Medien. Die Funktion der sozialen Verteidigung. Sie wird nach Martin Luther King als sogenannter dritter Weg bezeichnet. Das heißt, statt Verteidigung gegen einen Aggressor mit Waffen einerseits oder der völligen Unterwerfung, Kapitulation, gibt es eben einen dritten Weg, nämlich sich einen Widerstand zu leisten, aber gewaltfrei. Es geht hier nicht, das ist ganz entscheidend, um die Verteidigung des Territoriums, das ist vorrangiger die Aufgabe des Militärs, sondern es geht darum, die Menschen zu schützen und ihre Einrichtungen, ihre Infrastruktur. Und das heißt, dass möglichst wenig Schäden in dem Land entstehen. Natürlich auch die Funktionsfähigkeit des Parlaments, die Funktionsfähigkeit der Verwaltung. Drittens, Methoden der sozialen Verteidigung. Es beginnt zunächst bei den symbolischen Handlungen. Sie sollen einerseits der eigenen Bevölkerung zeigen, dass man solidarisch miteinander ist, dass man zusammenhält. Das soll also eine zeichenhafte Äußerung sein und gleichzeitig dem Feind, sage ich jetzt mal, oder dem Aggressor zeigen, dass man gewillt ist, Widerstand zu leisten, ihn nicht zu tolerieren. Das kann also mit Tüchern, mit Fahnen und Protestmärschen, mit Abzeichen und Ähnlichem passieren. Und schließlich drittens, dadurch, dass man verhindert, dass der Angreifer Gewalt ausübt gegen Kolonnen, gegen Panzer, gegen die Soldaten, um damit letztlich auch die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, zu vermeiden. Eine weitere Methode ist den Aggressor von seinen Zielen abzubringen, um also den Gegner davon zu überzeugen, dass er sein Ziel nicht erreichen kann, mit unterschiedlichsten Formen, Gesprächen, Überzeugungsarbeit, Blockaden, Boykottmaßnahmen, Streiks und, wie es Theodor Ebert genannt hat, das sogenannte Prinzip der dynamischen Weiterarbeit ohne Kollaboration. Das soll heißen, dass die Menschen zwar in der Verwaltung weiterarbeiten, aber nur sozusagen soweit unbedingt notwendig und soweit es in ihrem Sinne auch ist und vertretbar ist. Ansonsten leisten sie passiven Widerstand durch Verzögerung und Ähnliches. Das ist diese Form der dynamischen Weiterarbeit, wie sie Ebert
bezeichnet hat. Man will damit erreichen, dass der Aggressor eben ins Leere läuft. Und er ist ja angewiesen auf die Leute, ob das jetzt Kraftwerke sind oder die Verwaltung oder die Steuereintreibung. Überall ist Personal erforderlich. Und ein Aggressor kann gar nicht so viele Zivilpersonen ins Land schicken oder auch Soldaten ins Land schicken, um zu gewährleisten, dass das alles von außen her betrieben wird. Und als letztes, ein sehr wirksames Mittel meiner Meinung nach, das ist die Erklärung zur offenen Stadt. Nach dem Völkerrecht der Haager Landkriegsverordnung von 1907 ist das schon vorgesehen, wo es in einem Zusatzprotokoll zum Genfer Abkommen von 1949 auch nochmal festgehalten, dass eine solche Stadt, die sich zur offenen Stadt erklärt und nicht militärisch verteidigt, die darf deshalb auch nicht angegriffen und nicht bombardiert werden. Ja? Und Frankreich hat das im Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Städten gemacht, überall wo 20.000 Einwohner waren, und die sind deshalb auch nicht angegriffen worden. Auch Paris hat sich zur freien, zur offenen Stadt erklärt und ist deshalb nicht zerstört worden. Viertens, Wirksamkeit von gewaltfreiem Widerstand, also sozialer Verteidigung. Alle diese Methoden gewährleisten natürlich keinen Erfolg, also dass der dann garantiert werde, dass das alles funktioniert und keine Opfer mit sich zieht. Das ist ganz klar, vor allem gegenüber Militaristen. Machtmenschen messen ja das Risiko meistens in militärischer Überlegenheit. Hannah Arendt hat es in ihrem Buch, wo sie den Eichmann-Prozess verfolgt hat und von der Banalität des Bösen ja im Untertitel geschrieben hat, hat deutlich gemacht, dass selbst die blutigsten Hunde der Gestapo und der SS erstaunlich schwach und unentschlossen sich gezeigt haben, sobald sie mit zivilem Widerstand konfrontiert waren. Natürlich hat der Aggressor immer Möglichkeit, gegen so einen zivilen Widerstand und soziale Verteidigung vorzugehen, durch sogenannte smarte Repression, wie man das nennt. Das sind also, dass man Provokateure einschleust, dass man die Leute besticht, Eliten vor allem zum Beispiel, dass man die Presse manipuliert, propagandamäßig macht, dass man das Internet sperrt und so weiter. Oder bestimmte Gruppen als Terrorgruppen diffamiert, sodass sie kriminalisiert werden. Alle diese Möglichkeiten sind natürlich gegeben und erschweren die soziale Verteidigung. Dass sie erfolgreich ist, soziale Verteidigung, was immer wieder in Frage gestellt wird, ist auch wissenschaftlich untersucht. Die historischen Beispiele, die ich jetzt erwähne, kann ich nur ganz kurz anreißen. Es gibt von Pax Christi eine kleine Broschüre, die 55 Beispiele gewaltfreien Widerstands aufzeigt. Das geht von Gandhis Salzmarsch über Martin Luther King in den bezüglich der Rassengesetze in Alabama, über Solidarność in Polen bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. Lesenswert. Ziviler Widerstand und soziale Verteidigung in der Ukraine. Ich habe schon gesagt, ich will da nichts anempfehlen. Aber man sollte auch die eigenen Stimmen aus der Ukraine hören. Ja? Ich kann nicht alles vorlesen, aber es gibt in der Ukraine eine pazifistische Bewegung, die schon bedeutsam ist. Und da schreibt zum Beispiel der Pazifist Scheljatschenko: Die derzeitige Politik des Krieges bis zum absoluten Sieg und die Missachtung der Kritik von Menschenrechtsaktivistinnen ist inakzeptabel. Was wir brauchen, sind ein Waffenstillstand und Friedensgespräche. Und an anderer Stelle, Selbstverteidigung kann und sollte mit gewaltfreien und unbewaffneten Methoden erfolgen und so weiter. Ich habe nur einen kleinen Auszug vorgelesen. Es ist durchaus lesenswert, was von dort an Informationen kommt und zeigt uns, dass es durchaus berechtigt ist, die Frage zu stellen, wie wäre es denn in der Ukraine gewesen, wenn dort soziale Verteidigung praktiziert worden wäre. Im Übrigen gibt es mittlerweile eine Studie von einem spanischen Friedensforscher, Philipp Daza, heißt er das, aus Barcelona. Und er hat festgestellt, untersucht, dass in der Ukraine schon seit 100 Jahren Erfahrungen mit gewaltfreier Aktion existieren und dass das sozusagen eine sehr starke Kapazität darstellt im Sinne eines informellen Netzwerkes. Er hat dann von Februar, also aus Beginn des Krieges, bis zum Juli hat er 235 gewaltfreie Aktionen in der Ukraine untersucht und analysiert.
Auf ein Problem muss ich zu sprechen kommen. Weil von Anfang an dieser massive Waffeneinsatz erfolgte, hat meiner Meinung nach und auch von Friedensforschern die Wirkung der sozialen Verteidigung nicht sehr deutlich zu spüren gewesen. Ja? Mit anderen Worten, vielleicht sogar sich negativ ausgewirkt. Denn wenn soziale Verteidigung eingesetzt wird, dann muss sie ausschließlich gewaltfrei sein. Ich behaupte, dass so schlimme Kriegsverbrechen passiert sind, hat auch damit zu tun, dass sowohl soziale Verteidigung als auch Waffenverteidigung stattgefunden hat. Weil dann natürlich auch die Zivilbevölkerung in den Krieg eingebunden war. Die Zivilbevölkerung war nicht mehr neutral. Und damit sind die Häuser zerstört worden und sind auch zivile Einrichtungen zerstört worden und die Verbrechen. Ich will das damit nicht rechtfertigen, sagen, das müsste passieren. Aber es ist passiert. Also diese totale Verteidigung, die im Übrigen auch von der NATO entwickelt wurde, und zwar für die baltischen Staaten, das sogenannte ROC-System, Resistance Operating Concept, das vorsieht, falls die baltischen Staaten besetzt werden, dass dann dieses Prinzip angewandt wird. Das heißt, eine totale Verteidigung durch alle, durch die Zivilbevölkerung und durch die Armee und durch die NATO. Ich glaube, das ist fraglich. Angesichts der 200.000 Toten, mindestens 200.000 Toten, weiß ja niemand, wie viele es wirklich waren, der Zehntausenden toten Zivilisten, der Kriegsverbrechen, Folter, Vergewaltigungen, Millionen von Flüchtlingen, total zerstörten Städten, zerstörter Infrastruktur, Kraftwerke, Schulen, Krankenhäuser, massive Schäden an der Natur, all das darf gefragt werden. Ich frage, in welchem Verhältnis steht das dazu, dass man vielleicht den Angreifer aus den besetzten Gebieten zurückdrängen kann? Vielleicht kann man ermessen, was für ein Leid entsteht, wenn man auf die Gräber schaut in den einzelnen Orten. Leider dringen solche Nachrichten zu uns ja nur relativ selten. Auch von sozialen Verteidigung, von sozialem Widerstand hat man sehr wenig bei uns gehört. Soziale Verteidigung ist ein Konzept für das Leben. Man ist nicht wehrlos. Keine Kapitulation ohne Waffen erfordert Mut, Engagement, Fantasie, Solidarität, um das Leben zu schützen, des Menschen, der Natur, der Infrastruktur, aber nicht ohne Risiko. Aber ist in militärischen Verteidigung, gibt es da keine Risiken? Woher kommen diese ganzen Toten? Und jeden Tag neu, mit jedem Tag, wo wir weiter den Krieg führen, sind Hunderte von Toten auf beiden Seiten. Und deshalb, glaube ich, kann man das nicht als Zynismus hintun, wenn man sagt, wenn die Ukraine von Anfang an sozialen Widerstand geleistet hätte, was meiner Meinung nach klüger, sinnvoller, pragmatischer, humaner gewesen wäre, dann wäre natürlich eine Marionettenregierung eingesetzt worden, kein Zweifel. Und es wären massive Freiheitsbeschränkungen verhängt worden, ohne Zweifel. Aber das Entscheidende ist, ich glaube nicht, dass es viele Tote gegeben hätte. Ich glaube nicht, dass es so viele Verletzte gegeben hätte. Ich glaube nicht, dass es solche Zerstörungen der Infrastruktur gegeben hat, von Krankenhäusern und Schulen bis zu Kraftwerken und natürlich auch der Natur. Was ja ein Wahnsinn ist angesichts unserer Klimaproblematik, denn alles muss ja wieder aufgebaut werden und des Hungers in der Welt. Also, natürlich hätte dann das eine lange Durststrecke gebraucht, bis das Land vielleicht wieder zu einer gewissen Autonomie gekommen wäre. Aber der ist nicht ausgeschlossen, der Weg. Selbst wir in Deutschland haben nie geglaubt, dass eine Wiedervereinigung möglich ist. Und doch war sie möglich, durch verschiedenste Einflüsse und Umstände. So, und was heißt das jetzt? Kann man der Ukraine raten, macht doch jetzt wenigstens soziale Verteidigung? Nein, Christine Schweizer, die Vorsitzende des Bundes für soziale Verteidigung, sagt, nein, es ist zu spät. Ja, dazu ist die Zeit leider abgelaufen. Und ich glaube auch, das Kind ist in den Brunnen gefallen und wir können nur sagen, es gibt etwas anderes. Und das ist dieses Morden und Töten so schnell wie möglich zu beenden. Mit all zur Gebote stehenden Mitteln, aber nicht mit Waffen.
und nicht mit einer ständigen Eskalation von Waffen, wobei man nie weiß, wie weit die gehen. Denn der Vizepräsident der ukrainische hat sogar gefordert, dass man Streumunition und Phosphorbomben auch bräuchte und einsetzen wollte, die eigentlich international geächtet sind, muss man sich mal vorstellen. Bloß weil halt da das Prinzip gedacht wurde, so wie du mir, so ich dir. Ein Kindergartenprinzip, ja. Es gibt eine ganze Reihe von Aktionsplänen, die ich jetzt im Einzelnen nicht vorstellen kann. Nicht nur, dass das Minsk-II-Abkommen immer noch gültig ist und umgesetzt werden könnte, aber der Friedensforscher Friedrich Glasl zum Beispiel hat eine ganze Reihe von Vorschlägen auch gemacht, wie Deeskalationsschritte möglich sind, bevor wir dann sozusagen in seine letzte Eskalationsstufe, nämlich den Sturz und den Abgrund, geraten können. Und er sagt so vor allem zum Beispiel, vermeiden des Bewaffnungsreflektes, wie du mir, so ich dir. Damit komme ich zum Schluss und sage, es muss mit äußerstem Nachdruck und über alle möglichen Kanäle, geheim und öffentlich, und durch alle nur denkbaren Vermittler, Personen, Länder, Institutionen, Papst nicht ausgenommen, China nicht ausgenommen, und unverzüglich auf Gespräche und Verhandlungen hingewirkt werden, die zu einem Waffenstillstand, ich sage, beider Parteien führen. Ist ja klar, uns wird immer wieder vorgeworfen, ja, ihr verlangt von der einen Seite, die soll sich jetzt plötzlich ergeben. Nein, beide Seiten müssen Waffenstillstand machen, damit dieses Morden ein Ende hat. Ja? Und dann müssen Gespräche auf Augenhöhe stattfinden, ohne schon Vorbedingungen zu haben und zu sagen, das und das und das muss sein und nur dann, wenn. Müssen die Gespräche ergeben, was dann miteinander ausgehandelt wird. Und dann lässt sich ein Friedensplan erstellen. Ich schließe jetzt mit einem Appell von dem Friedensaktivisten Juri Schelyazenko von der ukrainischen Friedensbewegung. Er sagt, wir können Gerechtigkeit ohne Gewalt erreichen, wie Martin Luther King sagt. Wir müssen ein Ökosystem der Friedenskonsolidierung in allen Lebensbereichen aufbauen, als Alternative zur giftigen, militarisierten Wirtschaft und Politik. Diese Welt ist krank von endlosen Kriegen. Sagen wir diese Wahrheit. Diese Welt muss mit Liebe, Wissen und Weisheit geheilt werden durch rigorose Planung und Friedensaktionen. Lassen Sie uns gemeinsam diese Welt heilen. Ein Appell auch an uns.